Herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Times. Ja, wie ihr seht, ist jetzt meine Magie-Leiste wieder voll. Und wie ihr seht, Moment, ist mein Schwert wieder ganz. Ich habe offscreen, bin ich nochmal zu den Gorgonen gegangen. Musste allerdings nochmal 200 Rubine bezahlen. Dafür, dass er mir das wieder neues, also er hat mir quasi dasselbe Schwert nochmal verkauft. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so. Und ich habe gerade, mir ist gerade ein kleines Malheur passiert. Ich hatte hier das hier schon mal gesprochen, alles. Ich dachte, die Aufnahme läuft. Und habe mir hier schon ein neues Item geholt, und zwar dieses hier. Da müsst ihr einfach, wenn die Sonne da hinten aufgeht, müsst ihr einfach mit einem Pfeil in Richtung Sonne schießen. Und dann erscheint da vorne auf der kleinen Plattform da, erscheinen dann die Feuerpfeile. Die bekommt man dann. Kann ich euch auch nochmal zeigen? Ja, hier. Die Feuerpfeile. So. Und hatte leider die Aufnahme nicht an, wie gesagt. Aber ihr könnt das ja hier auch nochmal lesen. Wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Ja, ein Pfeil dahin schießen und schon ist gut. So, Navi, nerv jetzt nicht. So, jetzt können wir uns hier aber noch was holen. Eine goldene Skulptur. Oh, seht ihr da am Baum die... hallo? Wer war das? Wolverine oder Freddy Krüger? Naja. Jedenfalls müssen wir jetzt hier auf den Baum rauf. Ich hoffe, das reicht so. Ja. Das reicht so. So. Und jetzt spielen wir einfach... lassen wir es einfach Nacht werden. So, da haben wir hier noch eine goldene Skulptula. Du hast eine goldene Skulptula erhalten. Ja, das dazu. Uiuiui. So sollte er eigentlich nicht sein. So, ich werde es aber wieder mal am Tag werden lassen. Es gibt hier nämlich noch mehr zu holen. So, Tag. Ja, und am frühen Morgen... Was schwimmt denn da eigentlich? Seht ihr das? Was ist das? Das hier. Was ist das? Ach, das ist das Ding von dem... Ah, von dem Wassertempel. Dieses Auge. Nee, und zwar schwimmen wir jetzt... ja, ihr ahnt es schon. Moment mal, was will sie denn jetzt hier? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, das erzählt sie mir nur andauernd schon. Aber ihr ahnt es schon, ich schwimme zum Angeln. Denn wir können als großer Link nämlich noch einen fetten Fisch fangen. Ich hoffe mal, ich kriege ihn auch gleich. So. Hier rein. So, hier waren wir ja vor 7 Jahren. Haben wir ja diesen Fisch gefangen, da. Der größte Fang an diesem See wog 10 Pfund, gefangen von Frank. Haha. So, lieber Mann. Hey, Typ, wir kennen uns doch, ist aber schon lange her. Wie viele Jahre waren das? 7 Jahre? Das hast du denn die ganze Zeit getrieben? Das geht dir nichts an. Du bist mein einziger Kunde, ich mache fast kein Geschäft mehr. Obendrein werden meine Haare... Ja. Naja, egal.
Na gut. Willst du fischen gehen? Es kostet nur 20 Rubine. Ja, klar. Oh nein, dir fehlt ein Rammelpack. Damit würdest du spüren, wenn ein Fisch am Haken ist. Pech für dich. Geh zum Rand des Sees und drücke Z, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leiner mit B aus und stopp sie mit A. Lass deinen Köder mit Wasser zappeln. Als Anfänger kannst du auch B benutzen. Hole die Angelschnur mit A ein. Wenn du A und R gedrückt hältst, kannst du den Fang schneller einholen. Aha. Spürst du das etwa anweist, drücke A und nach unten, um den Haken festzusetzen. Dann hole die Leine ein, mit A ein. Möchtest du deine Ergebnisse beim Angeln festhalten, musst du deinen Fang wiegen lassen. So, jetzt ist aber gut. Nein, was habe ich gemacht? So. So, und zwar gibt es hier eine Stelle, wo man den ziemlich leicht am Haken kriegt. Ich denke mal, die wird jeder kennen, der Zelda kennt. Und zwar hier auf diesem Baumstamm. Gehen wir einfach rauf. So. Ich glaube, dieser ist das. Dieser müsste das sein. So, wie war das nochmal? Na, noch wollte er nicht. Zu Papa. Oh, der wehrt sich. Oh, 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 oh. Komm. Komm, 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 komm. Oje, oje, komm. Ich will dich doch nicht essen. Oh, das ist wirklich ein fetter Brocken. Komm jetzt. Na los. Na los. Wenn er mir jetzt vom Haken springt, dann würde er erstmal eine Weile verschwinden, glaube ich. Oh, das ist ein Kampf, ey. Oh, jetzt ist er sogar auf den Stein da gesprungen. Aber wir geben auch nicht auf. Komm. Na, komm her. Komm her. Er muss aber langsam mal die Kraft verlieren. Kann sein, dass der sich jetzt mehr entfernt. Na? Na?
Yay! Da haben wir ihn auch. Er hat aber lange, lange... Wow, das ist ja ein echter Brocken. Tatsächlich, er wiegt 19 Pfund. Willst du ihn behalten? Ach nö, ich wollte eigentlich einen mit 19,5. Ja, klar will ich ihn behalten. So. Den haben wir an der Angel gekriegt. Wunderbar. Da gibt es nämlich jetzt auch was Schönes als Preis. So, mal sehen, was er sagen wird. Was möchtest du? Wie gemeinen Fisch. Wow, das ist ja ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 19 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Tada, die Goldschuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du sehr tief tauchen. Dankeschön. So, nochmal anquatschen, damit wir die Angel loswerden. Weil einen schwereren Fisch gibt es hier nicht. So, jetzt haben wir hier unseren, der größte Fang an diesem See, wog 19 Pfund, gefangen von Frank. Tja, von wem sonst? So, jetzt können wir uns mit der Goldschuppe das nächste Herzteil auch holen. Dazu müssen wir zu das Labor da vorne. So. Und was dein Herzteil für mich? Ne. Ja, Geld brauche ich eigentlich wieder. Kann man hier alles schön sammeln, wenn man hier immer wieder ja. Und wie man sieht, droppt hier auch sehr viel Magie-Dings. So, jetzt gehen wir aber hier erstmal rein. So, gehen hier in den See rein. Moment. Nein. Gehen hier in den See rein. Und tauchen ab. So, tauchen auf. Und gehen jetzt hier zu den Opa. Denn der hat geluncht. Quatschen den an. Hallo. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe dich beobachtet. Du hast den Grund des Sees erreicht. Super, hier ist etwas für dich, mein Junge. Ein weiteres Herzteil. Dankeschön. So. Jetzt gibt es aber noch was unter Wasser. Dazu ziehen wir aber die Metallschuhe an. Nee, andersrum. So. Erstens noch ein paar Rubine. Ah, immer 10er. Und das soll ein Hai sein. Ja, man erkennt es eigentlich, ne? Dass es ein Hai ist. Ja, so etwas. So, denn hier in dieser Kiste ist noch eine goldene Skulptur. Ich weiß es nur nicht. Komm, die muss ich, ist ziemlich schwer, die... Ach, er will da immer gleich raufklettern. Komm, mach die doch kaputt. Ich weiß, dass das geht. Genau. Und da haben wir sie auch. Na? Eine Unterwasserskulptur. Cool.
So. So, jetzt ziehen wir die Schuhe wieder aus. Jetzt können wir nämlich wieder hoch. So. Aufwärts, 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 aufwärts. Nein, aufwärts. So, ja, das war's hier. Hier müssen wir aber später auch nochmal her, wenn es um ein weiteres Schwert geht, was wir ja immer noch dann gerne haben wollen von dem ganz großen Gorgonen. So, soweit ist das jetzt hier eigentlich erledigt. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir müssen jetzt eigentlich nach Kakariko. Ja, dazu werde ich mich aber in die Zitadelle der Zeit begeben. Und da machen wir dann erstmal einen Schnitt. Ja, bitteschön. So. Ja, weil es von hier aus näher ist, wenn wir jetzt hier rauslaufen und unser Pferd rufen, Epona, und dann zu Kakariko rüberreiten. Dann sage ich aber an dieser Stelle mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zelda Ocarina of Times, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.